bin ja später dazugekommen. Und ich muss sagen, es war ziemlich intens. Hallo. Hi. Als ich Madeleine das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, krass, was für eine hübsche Frau sie ist, mit so einem schönen Lächeln, einer tollen Ausstrahlung. Und irgendwie war es direkt ganz natürlich, wie wir miteinander waren. Und das hat mir schon von Anfang an sehr gut gefallen. Ich brauche extrem viel Nähe. Ist man ein bisschen so weit weg? Okay, ich komme. Ich glaube, bei unserem zweiten Sehen. Hello, hello! Das war die erste Happy Hour für mich im Haus. Da war Madeleine ein bisschen irritiert, weil ich ihr nicht ganz so viel Aufmerksamkeit geschenkt habe. Ist genauso abgefuckt wie damals. Hab's vergessen, wie schlimm es ist. Ich reihe mich da nicht ein. Ich hab keinen Bock, mich irgendwo anzustellen, um mit ihr zu reden. So. Keine Lust drauf. Weil es mich schon auf eine gewisse Art und Weise verletzt hat, zu sehen, wie weit die anderen Frauen im Haus schon mit ihr sind. Und ich hatte ja erst ein Date zu dem Zeitpunkt mit ihr. Madeleine und ich hatten 5 Dates. Davon waren natürlich auch ein paar Gruppendates. Nice. Komm her. Kannst dich hier festhalten. Ich habe einfach gemerkt, dass bei jedem Treffen, was ich mit Madeleine hatte, die Verbindung enger geworden ist, dass es intensiver geworden ist, dass ich noch lieber in ihrer Nähe bin und dass mich jedes Mal, mit jedem Mal, wo ich gesehen habe, dass sie mit wem anders ist, es mich noch mehr gestört hat. Und ich glaube, das sagt schon einiges. Ich glaube schon, dass sie jemanden braucht, der von Grund auf eigentlich erstmal Stabilität ausstrahlt und ihr Sicherheit geben kann. So, weil wenn es halt dann 2 Personen nicht so gut geht, zieht man sich vielleicht gemeinsam runter. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass da jemand ist, der stark ist und ein bisschen Sonne in ihr Leben bringt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich noch mal auf Dates mit dir will. Du machst immer so komische Sachen. Das Final-Date hat noch mal einen riesen Unterschied gemacht zu allen anderen Dates. Das war so, als hätten wir alle Dates, die wir hatten, zusammengepackt in einen Tag. Und es war so intensiv und schön mit ihr. Und wir haben gut geredet, wir haben gut gelacht, wir waren uns nah. Also wir haben wirklich alles, was man braucht, zusammengepackt. Ich wünsche mir extrem, die Kette als allerletzte Person hier behalten zu dürfen und ja, mit Madeleine weiterzugehen. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir gemeinsam die nächste große Reise zusammen beginnen würden. Und deswegen möchte ich fragen, ob du die Kette behältst. Nicht so lang. Ja, natürlich. Oh.